Hi, ich möchte euch heute ein paar Einblicke geben in mein Berganlauftraining. Ich möchte euch mal zeigen, wie ich das so durchführe und auch ein bisschen die Hintergründe erklären, warum ich das genauso mache. Also hier stehen wir am Herkules und das ist der Hang, wo es gleich losgeht. Also ich gehe mich jetzt erstmal einlaufen und ja, dann sehen wir uns gleich. So, nachdem ich mich jetzt 20 Minuten eingelaufen habe, führe ich zur Voraktivierung noch ein paar Koordinationsübungen durch. Skippings, Kniehebellauf, Anfersen und wechselseitige Ausfallschritte. So. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen aufgewärmt haben, geht es jetzt auch gleich los. Ich erkläre mal, was ich mache. Also ich laufe 30 Sekunden am Berg, das 12 Mal. Das Gute ist, dafür braucht man auch keine abgemessene Strecke. Die 12 Intervalle unterteile ich mir in 3 Sets, auf jeweils 4 Intervalle, wo ich mit kurzer Pause schnell den Hang wieder runterlaufe. Und nach dem 4. mache ich dann eine etwas längere Pause von 3 Minuten. Das gibt richtig Power am Berg und trainiert sehr gut die Kraft und steigert die VO2 Max. Und ab geht's. Ja, auf dem Video kommt es gar nicht so ganz rüber, aber der Hügel, der hat es schon in sich mit der Steigung. Aber was nice ist, der startet nicht ganz so steil und die Steigung nimmt aber dann hinten raus richtig zu. Ja, oben angekommen, bleibt noch nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Sondern es geht direkt wieder runter und dann startet schon der nächste Berganlauf. Und ab. So, ja. Fertig, das war auch ganz schön anstrengend. 12 Mal. Das nächste Mal versuche ich noch mal ein Set mehr zu machen, dann noch 16. Ihr könnt mir ja mal so berichten, wie das bei euch so war. Ich will auch noch mal kurz eingehen auf die Vorteile, die ich sehe, wenn man das auf dem Rasenhang macht. Ja, auf dem Rasenhang kann man natürlich, wie ihr gesehen habt, auch schnell bergab laufen. Also ich konnte bergab richtig rollen lassen, hatte dabei ein gutes Gefühl und schon auch das Stütz- und Bewegungssystem. Und bergauf sind natürlich in dem Rasen auch immer mal ein paar Unebenheiten. Was vielleicht noch eine zusätzliche Anforderung darstellt, was ich denke ich auch mal ganz gut ist, um eine Abwechslung reinzukriegen. So, jetzt noch easy auslaufen und dann ist es auch geschafft. Lasst mich gerne wissen, wie ihr bisher Berglauftraining durchgeführt habt. Und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was für Videos euch von mir, von meinem Training noch interessieren würden.